Hallo Freunde der Ameisen, hier zu sehen die schwarzbraune Rossameise Camponotus lignipeda bzw. lignipedus. Die gab es ja letzte Woche als Steckbrief hier zu sehen und heute gibt es sie nur auf einer Pflaume sitzend und fröhlich daran herumnagend. Denn es war mal der große Ameisenfütterung, der Pflaumenbaum im Garten ist prall gefüllt und entsprechend sollen natürlich auch die Ameisen was davon haben. Die Ameisenfütterung will ich euch natürlich nicht vorenthalten, denn das war eigentlich das Highlight dieser Woche, denn sonst ist zum Glück nicht viel passiert. Aber schaut selbst rein, wie jeden Mittwoch gleich nach dem üblichen Ameisenintro. Film ab. Ameisen Mittwoch. Und weiter geht es mit den Camponotus, die hier alle fröhlich an der Tränke hängen. Am Wochenende war es ja teilweise auch mal wieder etwas wärmer. Da haben sich die Ameisen natürlich gedacht, hey, wir gehen ins Freibad, sprich, wir belagern einfach mal unsere Tränke und beklettern die und setzen uns an die Watte. Die Tränke ist irgendwie zur Lieblingskletterstelle der Ameisen geworden. Die klettern immer fröhlich oben drauf herum oder lassen es sich einfach gut gehen und lassen die Seele baumeln, indem sie sich hier an die feuchte Watte setzen, wo es schön kühl ist. An den warmen Tagen muss ich feststellen, dass die Ameisen sich immer zu den feuchteren Gebieten zurückziehen. Auch im Nest hängen die meistens dann an der Rückwand, wo die feuchte Watte hinter ist. Aber hier ist die Wassertränke nun mal der beliebteste Ort im Nest. Man sieht, es wird auch ein bisschen vorne herum geklettert, aber momentan sind die Ameisen gut versorgt. Die haben gerade die nette kleine Pflaume da gefuttert und jetzt lassen sie die Seele baumeln und sind vollgefressen hier im Freibad zu sehen. Auch Camponotus möchte mal eine kleine Pause einlegen. Haben sie sich auch redlich verdient. Sie sind schließlich den ganzen Tag dabei, sich abzurackern, die kleinen Tierchen. Aber als Ameisenhalter hat man natürlich auch mehr als nur eine Art und natürlich auch mehr als nur eine Camponotus-Art. Und zwar die Schwesterart von Camponotus lignipeda, diese hier, Camponotus herculeanus. Hier sitzt gerade ein Exemplar draußen im Reagenzglas. Wahrscheinlich ist es da auch ein bisschen kühler. Die sind ja erstmal notdürftig nur in einem Glasbehälter untergebracht, weil ich einfach noch keine Lust hatte, denen was zu bauen. Die mussten aber umziehen, weil das Reagenzglas ausgetrocknet und hinterher beim Neumachen kaputt gegangen ist. Entsprechend wohnen die jetzt in dem Nest, das ich von Manni habe. Das sehen wir jetzt gleich nochmal. Denn mir ist da diese Woche etwas passiert. Ich habe das Nest einfach hier reingestellt und siehe da, die Ameisen sind verschwunden. Hier in den Kammern finde ich keine einzige Ameise mehr. Das ist, glaube ich, eine Aufnahme vom letzten, ja, Donnerstag, glaube ich, ja, ein Tag nach dem Mittwochsvideo. Und siehe da, Camponotus ist verschwunden. Hinterm Nest sind auch keine Ameisen, doch eine. Aber wo ist der Rest? Wo ist die Kolonie hin verschwunden? Für einen Ameisenhalter gibt es natürlich nichts Schlimmeres, als eine Ameisenkolonie zu verlieren. Da kommt einem natürlich direkt der Gedanke, dass die jetzt irgendwo hier in der Wohnung nistet. Vielleicht sind die auch in dieses Stück Holz gezogen, aber irgendwo müssen sie sein. Vielleicht sitzen sie auch unterm Zewa, das habe ich da übrigens runtergelegt, weil wenn ich das Nest zu sehr bewässer, läuft das Wasser unten durch eine kleine Lücke nach draußen. Also eine Unterlage ist hier angebracht, aber in den Kammern sind auch keine Ameisen, wenn man das Nest rausnimmt. Vielleicht hier im Eingang auch nicht. Wo sind die Ameisen? Sitzen sie unter diesem Tuch? Nicht wirklich. Irgendwo müssen sie sein. Ganz vorsichtig, nicht, dass die ganze Kolonie da drin sitzt. Nein. Wo sind meine Ameisen hin verschwunden? Die Suche geht weiter. Nach einiger Zeit des Schwitzens und Suchens bin ich dann doch fündig geworden. Hier ist noch die eine Arbeiterin, die in der Arena gerade rumgeguckt. Und der Rest ist wieder aufgetaucht. Die sind tatsächlich in das Bewässerungsloch gezogen. Das ist auch wieder mal der Wink mit dem Zaunpfahl für alle faulen Ameisenhalter. Ein Nest, das draußen eigentlich angeschlossen gehört,
sollte man jetzt nicht einfach reinstellen, ansonsten kriechen die Ameisen eventuell in Löcher, die gar nicht dafür vorgesehen sind. Ich habe ja jetzt ein bisschen was von der Folie ausgespart, damit es da drin noch ein bisschen heller wird und die Ameisen hoffentlich auch bald wieder aus dem Bewässerungsloch verschwinden. Das Nest wird ein klein wenig ausgetrocknet und mit einer Spritze spritze ich dann etwas Wasser in die Eingangsöffnung, dass die Kammern nasser sind und die Ameisen bald wieder umziehen. Raus kommen sie nicht, hier ist ja schließlich alles mit Watte verstopft. Ameisen sind wieder aufgetaucht, alles richtig gemacht, da kommt jetzt der Deckel drauf und dann geht es denen auch wieder gut. Camponotus ist noch da. Was auch noch da ist, ist das hier, nämlich Serviformica fusca, beziehungsweise die Sklavenarbeiterin, meine Raptiformica Gyne, die ich ebenfalls vom Ameisen-YouTuber-Kollegen Manni erhalten habe. Seinen Kanal verlinke ich euch nochmal unten in der Videobeschreibung. Der hat mir auch das Nest von den Camponotus geschickt, das wir gerade gesehen haben. Und hier sind eben die Sklaven zu Mannis alter Königin. Das klingt schön, die guten Sklavenameisen hier. Die haben natürlich auch eine Pflaume bekommen und freuen sich darüber. Raptiformica gründet ja sozialparasitär, sprich die sucht sich eine Wirtskolonie, die Königin. Und hier haben wir Serviformica, die Sklavenameise, als Wirtsarbeiterin für die Raptiformica, die natürlich langsam Eier legt. Und daraus werden dann Arbeiterinnen von ihrer Gattung und Spezies. Hier im Nest zu sehen, laufen auch einige der Sklavenarbeiterinnen rum. Die Königin sehe ich jetzt nicht, aber ich möchte jetzt ungern die rote Folie da wegmachen, weil die doch sehr, sehr erschütterungsempfindlich sind, diese kleinen Raptiformicas und Formicas, beziehungsweise Serviformicas. Die Pflaume hat scheinbar geschmeckt. Hier sitzt schon eine zufriedene Arbeiterin, vollgefressen und macht gerade Pause. Beim Beobachten dieser Ameise ist mir allerdings aufgefallen, dass die ein wenig hinkt. Da scheint etwas mit dem Gelenk an einem ihrer Beine nicht in Ordnung zu sein. Allerdings scheint sie dennoch ordnungsgemäß zu funktionieren und ihren Job nachzugehen. Das ist mal Arbeitsmoral. Hier sieht man, dass sie gerade aktiv wird und sich umguckt. Die Fühler bewegen sich auch schon. Die ist also wieder auf der Suche nach irgendwas Besonderem. Die Pflaume kennt sie natürlich schon. Da hat sie sich ja gerade schon im Wanst mit vollgeschlagen. Und hier sieht man es, dass eines ihrer Beine irgendwie komisch abgewinkelt ist. Es sieht so aus, als würde das untere Gelenk einfach nicht funktionieren. Scheint die Ameise aber nicht sonderlich zu stören. Einen Schönheitswettbewerb gewinnt man zwar nicht, wenn man so über den Laufsteg tapert hier wie das Viech, aber muss sie auch nicht. Außer ich melde meine Ameisen bei Germany's Next Topmodel an. Aber die Stimme von Heidi Klum geht mir auf den Sack, also besser nicht. Da hat unsere kleine Serviformica-Arbeiterin hier noch einmal Glück gehabt. Die muss nicht irgendwo bei ProSieben über den Laufsteg latschen. Die kriegt hier eine lustige Pflaume und kann da ihre Kolonie mit Essen versorgen, auch wenn ihr Bein seltsam absteht. Alles gut im Hause Serviformica bzw. Raptiformica. Ich bin gespannt, wann die Raptiformica irgendwann mehr werden. Beziehungsweise wenn überhaupt welche auftauchen. Momentan habe ich nur zwei Puppen im Nest gefunden. Lange kann es aber nicht mehr dauern, bis neue Arbeiterinnen am Start sind. Wer natürlich auch gefüttert wurde, ist Messer Barbarus. Die machen sich allerdings nicht viel aus Obst und so. Deshalb habe ich den einfach mal die Schale reingesteckt, wo ich noch Mikroalmchen drin hatte. Die kommen ja immer mit sehr viel losen Futtergeraffel da drin. Also habe ich mir gedacht, warum suche ich die da einzeln raus? Ich lasse das einfach die Ameisen übernehmen. Und mit diesen Bildern möchte ich euch jetzt auch erstmal einen kurzen Moment alleine lassen. Genießt diese Aufnahmen von Messer Barbarus, wie sie die Futterschale ausräumen. Viel Spaß!
Wie wir sehen, ist Messer Barbarus noch ganz kräftig bei der Arbeit. Die holen hier alle die Mikrogrillen hier raus, lassen größtenteils diese Futterflocken da liegen. Ein paar, habe ich gesehen, haben sie auch mit ins Nest genommen. Aber gut, es sind ja körnerfressende Ameisen. Ich schätze mal, das werden auch irgendwie nur plattgewalzte Körner oder irgendwas derartiges sein. Wenn es Spaß macht, soll sich Messer Barbarus auch ein paar Dinger davon mitnehmen. Das ist auf jeden Fall deutlich komfortabler, als Ameisenhalter mit einer Pinzette vor dieser Box zu stehen und einzeln die kleinen Heimchen aus diesen Futtergeraffel da rauszufischen. Dafür hat man ja seine Mädels, die diesen Job übernehmen können. Hier sind sie, Messer Barbarus, die Ernteameise. Ich bedanke mich auch bei allen Zuschauern fürs Zuschauen. Das soll es für diesen Mittwoch gewesen sein. Messer sammelt nur eine Runde und ich halte euch auf den Laufenden, wie es bei meinen Ameisen weitergeht. Danke fürs Zuschauen und bis dann.